Wir sind zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild und haben einiges vor zu Beginn. Allerdings erstmal, ja, bei mir ist ein neuer Tag, bei mir ist ausnahmsweise auch mal ein neuer Tag, bei euch auch. Deswegen können wir wieder mal die Amiibos nutzen. Und genau das machen wir. Und so langsam scheine ich den Dreh raus zu haben, wie das funktioniert mit den Amiibos. Wir bekommen einen Frostling und Wild. So, und dann noch meine Link-Statue. Da kommt wieder die Schatzkiste gefallen. Edelgeflügel, okay. Wild. Rüstungskarpfen. Jawohl. Und dann schauen wir mal, was wir heute in der Schatzkiste bekommen. Wieder 5 Eispfeile, okay. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir wollten nochmal zur großen Fee, beziehungsweise ich wollte nochmal zur großen Fee, die wir hier bei Kakariko haben. Wenn wir dann einmal bei Kakariko sind, ich glaube im Dorf eine Fackel finden zu können. Bevor ich das vergesse, hole ich mir am besten gleich die Fackel. Denn die brauchen wir ja für das blaue Feuer. Gehe ich zumindest mal davon aus, dass ich die dafür brauche, um das blaue Feuer zum Institut zu bringen. Ja, Hateno wollten wir dann noch erkunden, zumindest den Rest. Und dann können wir uns. Ah ja, stimmt, dann gab es noch die eine oder andere Sidequest, die wir in Hateno gefunden haben, die wir noch erledigen wollen können. Zumindest versuchen. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Also als allererstes springen wir erstmal hier runter. Und ich hole mir hier eine Fackel. Mal schauen, wo wir denn am schnellsten mal hier eine finden. Hier am Kochplatz könnte ich mir vorstellen, gibt es eine. Hier gibt es erstmal nur einen Topfdeckel. Auch hier gibt es erstmal nichts. So, einen Holzpfeil habe ich mir dadurch verdient, mehr aber auch nicht. Bin mir relativ sicher, dass es in Kakariko eine Fackel gibt. Und die möchte ich mir auch holen entsprechend. Wir gehen einfach mal. Ja, ich weiß, hier gibt es Kleider. Die will ich aber nicht haben. Wir gehen einfach mal hier hoch. Hier hinten gab es eine, oder? Hier gibt es eine, genau. Die Waffentasche ist voll. Was könnten wir denn mal ablegen, was wir vielleicht nicht zwingend brauchen? Ja, das können wir wegwerfen. Das brauche ich jetzt nicht zwingend. Sammeln die Fackel ein. Und dann teleportiere ich mich gleich wieder hier hoch. Ich glaube, da bin ich schneller da. Als wenn ich dort hochlaufe. Ja, das wären jetzt bloß ein paar Meter gewesen, aber mein Gott. Und genau, und dann gehen wir noch zur Fee. Wir haben ja einiges an Kleidung gekauft das letzte Mal. In der Hoffnung, dass ich genügend habe, um diese Kleidung zu verbessern. Genügend Items. Sonst wäre das sehr ärgerlich. Also, machen wir uns auf den Weg hier hoch. Vielleicht gibt es auch wieder ein paar Feen, die wir einsammeln können bei der großen Fee. Auch davon kann man ja nie genug haben. Ich sehe erstmal keine, um ehrlich zu sein. Tatsächlich keine Feen. Schade. Sehr, sehr schade. Okay. Wecken wir mal die große Fee. Ja, bitte verstärk meine Kleidung. Okay. Ja, davon haben wir genug. Oh, und das kostet jeweils ein Bockblin-Herz. Das heißt, wir müssten dann auch mal wieder ein paar Bockblin-Herzen sammeln. Die Heiliger-Kapuze lassen wir uns verbessern. Damit hätten wir dann auch die gesamte Ausrüstung diesbezüglich verstärkt. Ja, bitte weiter verstärken. Einmal den Heiliger-Helm. Uiui, möchte nicht wissen, was mich das dann später als, aber, was mich das dann später an
Ausrüstung kostet. Okay, der Heiliger Helm ist doch schon deutlich stärker. Verstärken bitte. Heiliger Rüstung. Und los. Jawohl. Sehr, sehr gut. Ja, bitte, auch noch das letzte Stück. Die Heiliger Hose. Heiliger Beinschutz in dem Fall. Los geht's. Und damit hätten wir jetzt erstmal all unsere Kleidungsstücke wieder verbessert. Und dann schaue ich mir das gleich mal alles an. Ich glaube, das dürfte insgesamt gar nicht so verkehrt sein. Ja, ja, ja. Was bekommen wir eigentlich für einen Bonus? Bekommen wir einen Bonus dafür? Nein, scheinbar nicht. Aber hätten halt jetzt eine Verteidigung von 21. Das kann sich erstmal sehen lassen. Und wenn ich mal wieder schleichen muss, nehme ich natürlich dann das hier. Okay, okay. Alles klar. Jetzt einmal hier sind, können wir noch die Schleichglöckchen wieder einsammeln. Sind wir langsamer in der Rüstung? Oder bilde ich mir das nur ein? Wir sind, die Rüstung klappert auf jeden Fall ganz schön. Steht es da bei der Rüstung, dass sie relativ laut ist? Nein, steht nicht da. Gut, dann steht es halt nicht da. Auch in Ordnung. Wir haben hier hinten ein paar Hirsche. Okay. Ja, mit der Rüstung wird es natürlich nichts. Der Boomerang ist auch relativ langsam. Die Pflanze... Ah, eine Maxi-Rübe ist das. Und ich würde sagen, das soll erstmal genügen. Wir machen uns wieder auf den Weg nach Atheno zurück. Und schauen uns jetzt dort weiter um. Da haben wir, denke ich, noch genügend zu tun. Ich glaube, die Stadterkundung war ja auch noch nicht komplett. Da gibt es noch ein, zwei Häuser, die wir untersuchen können. Und das werde ich jetzt noch machen. Und dann können wir uns dem Rest widmen. So, sind wir dann bald da? Jawohl. Zurück am Miyamagana-Schrein. Zurück in Hateno. Und hier waren wir definitiv noch nicht. Das Häuschen sieht von außen erstmal ganz interessant aus. Von innen weniger interessant für uns. Können wir wieder rausgehen. Gehen dann mal hier hinein. Vielleicht gibt es hier mehr zu holen für uns. Ah, hier gibt es zumindest eine Treppe nach oben. Okay, da landen wir hier auf der Terrasse. Kann ich hier hochklettern? Klettern wir da einfach mal hier hoch, genau. Und stürzen einfach auf der anderen Seite ab. Warum nicht? Und dann haben wir hier wieder so eine Tafel. Die neue Art des Wohnens. Bauunternehmen Yolanda. Besichtigen Sie... Ah, das sind bloß Musterhäuser. Okay. Das heißt, auch hier dürfte dann dementsprechend nichts drin sein. Genau so ist es. Gut. Dann hatte ich da jetzt hier noch was gesehen. Bin ich der Meinung. Okay, wir haben hier ein paar Kisten. Stimmt, hier hinten haben wir noch ein kleines Häuschen. Das schaue ich mir da auch gleich mal noch an. Da arbeitet jemand draußen. Hi. Abend. Puh, ein weiterer harter Arbeitstag. Was tust du da? Na, das Haus da abreißen. Das Haus, es ist alt und niemand wohnt dort, also haben die Leute in Atheno beschlossen, es abzureißen. Der ursprüngliche Bewohner ist zum Schloss gegangen und einfach nicht zurückgekommen. Harte Arbeit, was? Das kannst du laut sagen, aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Ich kann das Haus kaufen, habe ich das gerade richtig gesehen? Wer bist du? Ich bin Torda, der jüngste Neuzugang bei Yolanda.
Meine Probezeit ist endlich vorbei und jetzt bin ich vollwertiges Mitglied der Yolanda-Familie. Und ich sag dir, bin ich froh, dass mein Name mit da aufhört. Aha. Ja, genau. Damit du bei Yolanda eingestellt wirst, muss dein Name auf da enden. Der Chef will expandieren, hat er gesagt. Also werden wir wohl noch ein paar Leute einstellen, deren Namen auf da enden. Trotzdem habe ich hier gerade was gelesen, dass ich das Haus kaufen kann. Komm, wir fragen ihn nochmal, was er da tut. Ich will es kaufen. Da bist du bei mir falsch, ich kann da gar nichts machen. Okay, gut zu wissen. Deinen Hammer hätte ich allerdings gern. Ha! Wir reißen das hier ab. Warum? Weil es leer steht. Wieso? Der Besitzer ist wohl weggezogen. Wohin? Keine Ahnung, vielleicht musste er flüchten. Spannend. Findest du? Alter, was ist denn das für ein Gespräch? Ja. Was machst du da? Nochmal fragen, genau. Ich kaufe es. Ach so. Wer bist du? Ach komm, ja, es ist okay. Das Gespräch bringt uns doch nirgendwo hin. Mal sehen. Landa. Guten Abend. Kann ich dir weiterhelfen? Ich bin gerade dabei, dieses verlassene Haus abzureißen. Man findet in Zeiten wie diesen nur schwer Käufer. Also haben die Dorfbewohner entschieden, es abreißen zu lassen. Ich kaufe es. Was ist das denn für einer? Ich kaufe es. Der hat vielleicht Nerven. Also gut. Ich erklär's dir. Dieses Haus. Da wohnt schon seit Jahren niemand mehr drin. Also haben sich die Dorfbewohner zusammengesetzt und beschlossen, dass es abgerissen wird. Die Abrisskosten plus diverse Gebühren und so weiter liegen bei ziemlich genau 50.000 Rubine. Ja, vergiss es. Also gut. Also gut. Pass auf. Ein Sonderangebot nur für dich. 3.000 Rubine. Leider haben wir auch das nicht. Aber... zuerst bringst du mir 30 Holzbündel. Irgendwie muss ich meine Kosten ja wieder reinholen. Dann leg mal los. Okay, wir können uns also hier ein... dein eigenes Traumhaus. Wir können uns also in Hateno ein Haus kaufen. Aha. Aha. Komme ich hier auch schon mal irgendwo rein? Ah ja, hier. Sehr schön, da steht jetzt hier gleich mal ein Eisenhammer und auch hier. Was hat er gleich nochmal für eine Stärke? Steht es hier? Steht leider Gottes nicht hier. Gut, die werden ja auch später noch hier stehen, gehe ich mal davon aus. Okay, hier drin gibt es grundsätzlich nichts. Was ist das denn? Hier liegt da irgendwas rum. Ah nein, das ist bloß das Licht vom Fenster. Dann bräuchte ich nicht immer in das Gasthaus gehen und könnte dann quasi einfach hier hingehen. Weiß nicht, inwiefern ich mir hier ein Luxusbett reinstellen kann. Das wäre natürlich klasse. Na gut. Hier hinten haben wir... wir haben hier hinten sogar einen kleinen Garten mit Äpfeln. Sehr schön. Können wir mal die Äpfel pflücken. Habe ich eine Axt dabei? Haben wir eine Axt dabei? Geht so. Selbst zwar die Wächter-Axt, aber na gut. Ja, dachte ich mir fast, dass wir damit den Baum mit einem Schlag fällen. Ein Holzbündel. So, dann noch die restlichen Äpfel einsammeln. Dann wechseln wir wieder die Waffe auf den großen Boomerang. Und dann war das ja auch immer noch nicht alles hier in Hateno. Ich glaube, hier gab es noch irgendwas Kleineres. Wo befinden wir uns eigentlich aktuell auf der Karte? Hier. Okay. Ja, hier vorne haben wir noch die große Hateno-Fahne. Aber ich glaube, das war's dann gewesen. Was liegt hier denn rum? Verrostete Hellebarde. Hier unten... könnte ich mir gut vorstellen, dass es hier unten noch sowas wie einen Krog gibt. Ehrlich sein soll. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Glühwürmchen.
Aber sonst sehe ich jetzt ja nichts weiter. Hier haben wir noch einen Stein. Den können wir aber, glaube ich, nicht heben. Der ist zu groß. Ja. Okay. Das war's also an der Stelle. Erstmal, was haben wir denn dort hinten? Was leuchtet denn dort hinten so schön? Das hier. Ah, okay. Das ist vielleicht nur ein Vulkan. Wir machen uns also... Moment. Hey. Moment. Wer da? Ein Eindringling um diese Zeit? Nein, ein Reisender. Stimmt schon. Du siehst wie ein ganz normaler Hylianer aus. Unter den Hylianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vorschnelle Schlüsse gezogen habe. Dann geh ruhig weiter. Du bist hier auf der Durchreise, oder? Also wenn du einkaufen willst, ja, Krämerladen, Gasthaus, bla bla. Wir machen uns jetzt auf dem Weg zu dem gelben Punkt auf der Karte, um uns das Feuer zu holen, das blaue. Und dann in der Story quasi weiterzukommen. Was ist denn hier gerade rumgelaufen? Ach so, eine Ziege. Außerdem wollen wir ja... War ich hier schon eigentlich? Ah ja, genau. Hier hinten geht es ja dann auf die Felder. Glaube ich zumindest. Besen. Vielleicht waren wir auch doch noch nicht hier. Doch, hier wäre ich bestimmt schon gewesen sein. Es geht hier hoch. Und dann müssten wir gleich da sein eigentlich, beim blauen Feuer. Ich sehe es nur noch nicht. Warum sehe ich es nicht? Hä? Hier ist es doch. Genau. Also die Fackel ausrüsten. Das blaue Feuer schnappen wir uns und dann geht's zurück zum... Ach shit, Alter. Was mache ich denn? Kann ich eigentlich die Fackeln anzünden mit blauem Feuer? Könnt mir vorstellen, dass da was passiert. Ich laufe ja außerdem gerade in die falsche Richtung. Aber das interessiert mich jetzt schon ein wenig hier hinten. Tatsächlich kann ich das anmachen. Dann kann ich ja quasi den Teich erleuchten. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Auch diese Fackel angemacht. Gibt es hier oben die nächste Fackel, die wir anzünden können. Beziehungsweise die nächste Laterne. Sind ja keine Fackeln. Die Fackel habe ja selber ich nur. Ob das was bringt? Täte mich echt interessieren, ob das was bringt. Lassen wir uns überraschen. Also, nächste Fackel angezündet. Jetzt haben wir dort vorne noch eine. Da bekomme ich bestimmt irgendwas, wenn ich hier alle Fackeln anzünde. Also, ich kann mich noch Ocarina of Time erinnern. Du da alles angezündet hast, hast du ja quasi... Ja, ich sag mal, die Belohnung dann bekommen. Die, also bei Zoras Reich... Du dort alle Fackeln angezündet hast, hast du ja das Herzteil bekommen. Ah, das sind so viele Fackeln hier. Ich gehe erstmal hoch ins Institut. Weil stellt mir ja irgendjemand dann noch die Quest mit den Fackeln hier. Ansonsten, ja, habe ich sie halt aus Spaß jetzt einfach mal angezündet. So, wo ging es jetzt hin zum Institut? Ja, ich müsste einfach der Straße folgen. Eieiei. Das Traurige ist halt, ich kann jetzt nicht rennen. Wenn ich renne, mache ich die Fackel aus. Das wäre Quatsch. Hat das blaue Feuer eigentlich einen ähnlichen Effekt wie das blaue Feuer bei Ocarina of Time? Wir haben erstmal die nächste Laterne. Mach sie an, bitte Link. Danke. Okay, und jetzt mussten wir hoch. Hoffentlich geht die Fackel nicht aus irgendwann. Oder meine Fackel einfach kaputt. Das wäre kacke. Das wäre echt kacke.
So, die nächste Laterne hier oben. Auch die werde ich anmachen. Und zack. Ey, mach sie an. Genau. Dann haben wir hier oben, glaube ich, auch noch eine Laterne gehabt. Und dann sollten wir ja den Kessel anmachen. Okay, keine Laterne mehr hier gewesen. Also machen wir den Kessel an. Genau so. Und dann leuchtet das hier und dann haben wir hier sogar einen Teleportpunkt. Na, das ist doch mal klasse. Ich laufe jetzt mal noch hier drum rum. Vielleicht gab es hier ja noch was. Zum Beispiel ein Blutling. Ansonsten, ja, scheint es hier nichts mehr zu geben. Das heißt, ich mache die Fackel aus. Und dann legen wir die Fackel hier ab, würde ich sagen. Die Frage ist halt, ob die hier liegen bleibt, die Fackel. Ja, schon schön. Gut, gehen wir wieder hier rein. Hier drin dürfte jetzt, genau, hier drin leuchtet das jetzt. Wir legen eigentlich unseren Schiekerstein hier rein. Eigentlich. Vielleicht auch nicht, vielleicht sprechen wir auch nochmal mit Pura. Hast du es gelesen? Natürlich nicht. Du brauchst gar nicht zu lügen, ich hab dich durchschaut. Kleine Sünden bestraft die Göttin sofort. Leitstein aktiviert. Alle Module auf dem Schiekerstein wurden gelöscht. Mach mich nicht wahnsinnig. Oh. Ja. Ich kann die Stimme vom Leitsteinchen gut imitieren, oder? Verwenden junge Mädchen Wörter wie imitieren? Naja, egal. Ja, kann ich den jetzt hier reinlegen, oder? Was ist denn jetzt los? Guten Morgen. Wie kann ich dir weiterhelfen? Schiekerstein. Schiekerstein ist ein Multifunktion. Ja, Schieker entwickeln. Bla bla bla. Das haben wir uns alles schon angehört, oder? Kannst du jetzt mal bitte meinen Stein machen? Daran ist nichts besser. Es ist so funktioniert er nun mal. Mein süßer Leitstein. Da gerät mein Forscherblut in Wallung. So, die Basismodule deines Schiekersteins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los, dann ruf mal ganz laut Katschika. Komm schon. Du brauchst dich nicht zu schämen. Kachika! Ja, so muss ich das anhören. Alles klärchen, die Reparatur des Schiekersteins kann losgehen. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Na endlich. So, jetzt bekommen wir wieder einen Tropfen drauf. Oder? Fotomodul, Hyrule Handbuch, Album, fehlende Funktionalität bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert. Fotomodul ist ganz interessant. Damit können wir jetzt, denke ich, die Quest mit der großen Fee machen. Weil der Maler möchte ja irgendwie was von der großen, die große Fee sehen oder ja, keine Ahnung. Hast du nicht gesehen? Da schießen wir einfach mal ein Foto von der Fee. Das sollte funktionieren und zeigen ihm das dann. Mal schauen, wie es dann weitergeht in Kakariko. Wir haben ein Modul erhalten. Außerdem diverse Bilder. Was erhalten wir denn hier gerade für Bilder? Was ist das denn? Tiere, okay. Reparaturvorgang abgeschlossen. Also ich werde mir das jetzt gleich erstmal in aller Ruhe anschauen. Damit ich erstmal weiß, wie ich damit jetzt umgehen kann. Und fertig, na? Ist wieder alles aktiv? Lass mal sehen. Fotomodul, Hyrule Handbuch, Album. Jep, alles wieder da. Dann legen wir gleich los. Mach doch mal mit dem Fotomodul gleich mal ein Foto von mir. Warum soll ich dich fotografieren? Und aufnehmen. Speichern. Habe ich. Katschika! Und? Wie läuft es mit dem Fotomodul? Hast du schon ein Bild gemacht? Ich hoffe, es zeigt meine Schokoladenseite. Hier ist es. Oh, ich bin gespannt. Zeig schon, zeig schon.
Wer ist denn diese reizende junge Dame? Ach, ich bin das. Tut mir leid, ich war gerade verblüfft. Ehrlich, das war nicht gespielt. Ja, ja. Nanu, neben dem Foto dieses hinreisenden Mädchens sind ja schon irgendwelche alten Fotos im Album. Prinzessin Zelda muss damals das Fotomodul verwendet haben. Du warst doch Zeldas Leibwächter. Warst du denn nicht anwesend, als sie diese Fotos aufgenommen hat? Ach, ich vergaß, du hast ja dein Gedächtnis verloren. Aber vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerungen wieder zu erlangen. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kannte die Prinzessin besser als ich. Ach ja, noch was. Eine Bitte, wo du schon dabei bist. Bring mir antike Materialien, gerne auch erst, nachdem du bei Impa warst. Wenn du sie zu mir oder zu Rubelo vom Akala-Institut bringen könntest, würdest du mich richtig glücklich machen. Meine Zufriedenheit ist eigentlich Lohn genug, aber wir geben dir für die antiken Materialien noch etwas Feines. Dann los. Ich habe tatsächlich antike Materialien dabei. Jawohl, ja. Möchtest du mich etwas fragen? Dein Angebot. Ha! Du hast also Interesse. Sie kann meine Module verbessern. 3 antike Schrauben für die Verbesserung. Oh, geil. Alles klar. Dann hör auf, mich so verteidigen. Und bring mir antike Materialien. Hab ich doch! Hier, antike Materialien. Shika-Stein stärken. Ja, bitte. Shika-Sensor. Los geht's. Bitte. Oh, Kachika. Mann. Ach, das Ding muss jetzt jedes Mal dort reingelegt werden. Kann ich das überspringen? Kann ich natürlich nicht überspringen. Das heißt, wir dürfen uns das jetzt noch ein paar Mal anschauen. Ich gehe mal davon aus, dass einfach nur die Reichweite dann verbessert ist. Shika-Sensor. Objekte suchen. Der verbesserte Sensor findet auch Objekte außer Schreinen. Er schlägt aus, wenn du dich dem Objekt näherst. Geh in die Richtung, der die Ausschläge am stärksten sind. Was sind für Objekte? Was sind für Objekte? Och Mensch. Naja, gut. Gut. Ich schau mal kurz nach. Wie viel... Was hast du jetzt zu sagen? Oh, ein Shika-Sensor plus. Zeig ihn mir. Also, zeig doch bitte später Simin mal den Shika-Sensor plus. So. Oh. Was wollte ich schauen? Ach ja, genau. Wie viele Materialien ich habe. Ja, wir haben schon ein bisschen was. Was wir hier verwenden können. Zeige ich dir halt mal das Ding. Ja, endlich hast du den Shika-Sensor Plus. Der sollte sehr praktisch sein. Laut der einschlägigen Literatur kannst du damit nach Objekten suchen, die du mit dem Fotomodul aufgenommen hast. Aha. Aber das ist alles graue Theorie. Probieren geht über Studieren. Also mal sehen. Könntest du zuerst den Blutling hinter dem Institut mithilfe des Fotomoduls aufnehmen? Ja, den habe ich allerdings schon gerade gepflückt. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile schon wieder... gewachsen ist. Natürlich ist der mittlerweile noch nicht wieder gewachsen. Er ist nicht gewachsen wieder. Schaue ich nachher nochmal. Ist er vielleicht wieder da, wenn ich mich kurz woanders hin teleportiere? Teleportieren uns mal ganz kurz hier hin. Hey, teleportiere mich dorthin. Und dann kommen wir zurück. Vielleicht ist der Blutling dann wieder da. Ansonsten, ja, habe ich ein Problem. Dann kann ich diese Quest nämlich nicht machen. Also wir haben jetzt erstmal einiges an Sidequests zu erledigen, wie es ausschaut. In den nächsten Minuten, Stunden. Mal schauen, wann wir dann hier tatsächlich weiterkommen in der Quest, in der Main Quest. Also ich mache mich jetzt direkt wieder auf den Weg zurück, in der Hoffnung, dass der Blutling da ist. Ich will das jetzt klären.
und gehe nicht erst zu Impa. Ihr könnt mich gerne dafür hassen, aber ich gehe trotzdem jetzt wieder zurück. Und wehe, der Blutling ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob ich dann auch eine Belohnung für die Quest bekomme oder ob das einfach nur so eine Art Tutorial ist, wo mir dann quasi erklärt wird, wie das Objektmodul funktioniert. Schauen wir einfach mal. Ach ja. Zurück am Institut, am Hateno-Institut. Meine Fackel liegt zum Beispiel schon mal nicht mehr da. Klasse. Der Glutling ist auch nicht da. Ah, da wirst du doch bekloppt. Da ist kein Glutling dahinter. Das sag ich dir jetzt auch. Da ist kein Glutling, du Trottel. Nein, da ist keiner. Wir gehen... Ah, okay. Dankeschön. Ja, auf die Idee hätte man zur Not auch selber kommen können. Glutling. Hier. In die Hand. Ablegen. Und jetzt mit dem Fotomodul machen wir ein Foto von dem Glutling. Genau. Speichern. So, dann sag ich den wieder ein, bevor den mir jemand klaut. Und zeige ihm das Foto. Ja! Hast du ein Foto? Ja, habe ich. Lass mich mal sehen. Du scheinst den Glutling fotografiert zu haben. Vielen Dank. Öffne danach einfach das Hyrule-Handbuch und registriere das Foto des Glutlings. Dann kann der Shiga-Sensor Plus dir Glutling in deiner Nähe anzeigen. Da auf dem Tisch liegt ein kleines Traktat über seine Verwendung. Lies es am besten kurz mal durch. Und wo du schon so ein schönes Foto gemacht hast, bringst du mir 3 Glutlinge. Toll. Shiga-Sensor Plus. Ist eine weitere Form des Moduls Shiga-Sensor mit Hilfe kann man... Okay. Ah, noch als Suchobjekt wählen. Okay, vielleicht gucke ich es mir auch einfach mal an. Wir öffnen also mal die Karte Shiga-Sensor im Handbuch wählen. Glutling. Ja, suchen. Ah, okay, jetzt sucht er aber keine Schreine mehr. Jetzt sucht er keine Schreine mehr. Glutling in der Nähe. Hier in diese Richtung. Ich sammle mir jetzt den Glutling noch ein. Hier in die Richtung muss der sein. Hier in diese Richtung. Okay, wir schlittern hier erstmal runter. Wo ist der Glutling? Hier ist er das. Glutling. So, jetzt haben wir 3 Glut. Oh. 3 Glutlinge. Komm ich hier wieder hoch? Ach komm. Ich teleportiere mich hoch. Und dann zeige ich dir die 3 Glutlinge und dann lässt du mich hoffentlich in Ruhe erstmal. Weil ich würde gerne auch meine anderen Module verbessern. Und das möglichst in diesem Part noch. Das würde mich extrem begeistern. Also, ab hinein ins Hateno-Institut. 3 Glutlinge müssten wir mittlerweile haben. Ja, ich habe Glutlinge. Ja, bitte nimm. Vielen Dank. Hier, ich möchte mich erkenntlich zeigen. Maxi-Trüffel 3-mal.
Ja, ich möchte nämlich lieber meine Schreine suchen. Wenn du etwas Zeit... Oh, dann rede doch bitte einfach mit mir. Ja? Hehe, ich habe einen Tipp für dich. Der Musik in deinen Ohren sein sollte, Link. Ich kann dafür sorgen, dass dein Chica-Sensor Plus mehr Dinge finden kann. Hallo? Du darfst ruhig ein bisschen überrascht sein. Nun, vielleicht sollte ich es etwas genauer erklären. Während meiner Forschungen habe ich bemerkt, dass unser Leitstein alte Fotos enthält. Wenn wir diese Fotos extrahieren und deinem Hyrule-Handbuch hinzufügen, dann hast du es vielleicht... Hast du es viel einfacher, mit dem Chica-Sensor Plus nach Dingen zu suchen. Naja, einfacher halt. Ist dir vielleicht noch gar nicht klar, wie praktisch der Chica-Sensor Plus ist? In Verbindung mit dem Hyrule-Handbuch kannst du nun nach allem suchen, wovon du ein Foto registriert hast. Und mit Hilfe unseres Leitsteins können wir deinem Hyrule-Handbuch fehlende Fotos hinzufügen. Ja, so finden wir bald... Ja, das ist klar. Nein, passt schon. Mach ich. Ey! Ey, das wäre frech gewesen, wenn ich jetzt noch irgendwas hätte holen müssen. Dürfte ich dich um den Chica-Stein bitten? Ja, bitte. Vielen Dank. Dann schalten wir mal schnell den Leitstein ein. Kachika! Ja, jetzt haben wir ihm den Leitstein gegeben. Am Ende setzen wir ihn trotzdem selber ein. So, jetzt bekommen wir noch ein paar Fotos. Plop. Und mal schauen, was wir jetzt alles für Fotos bekommen. Das ist alles. Das war jetzt nicht alles. Oh, das ist ja... Es scheint, als hätte das Hyrule-Handbuch verlorenes Wissen zurückerlangt. Das Foto aus dem Leitstein wurde in dein Hyrule-Handbuch übertragen. Das geht bei jedem Bild nur einmal. Denk daran, bevor du Bilder mit deinen eigenen Fotos überschreibst. Die restlichen Lücken kannst du füllen, indem du mit dem Fotomodul Bilder aufnimmst oder mit Hilfe des Leitsteins. Was? Warum sollte ich denn bezahlen? Bin ich gespannt, wie viel das kostet. Ja, sicherlich. Genau. Genau. Sicherlich kaufe ich mir das für 100 Rubine. Ihr habt ja eine Macke. So, was wollte ich machen? Stimmt, ich wollte mein Modul verbessern. Morgen! Ja, antike Materialien. Hier. Bombenmodul. Kann ich das bloß einmal verbessern? Okay. Ja, Kachika. Das kostet mich hoffentlich nichts. Das kostet mich hoffentlich tatsächlich bloß dieses Kachika. Also, Bombenmodul war das jetzt, glaube ich, was wir verbessern. Bin ja mal gespannt. Was das jetzt verbessert an der Stelle. Ich hoffe, es ist was Praktisches. Ja, zeig mal her. Löst aus der Entfernung Explosionen aus. Die Explosion ist jetzt noch stärker und die Aufladezeit ist kürzer. Füge Feinden Schaden zu und zerstöre Objekte. Okay. Klingt erstmal ganz gut. Jetzt noch das Stasis-Modul bitte. Oder willst du das jetzt auch noch sehen von mir? Genau so. Ja, Leitstein hat wieder alles gegeben. Ja, ich sag Bescheid, wenn wir noch weitere Module verbessern wollen. Nein, nicht so ein paar weitere Module verbessern. Stasis-Modul, bitte. Drei antike Reaktorkerne, die haben wir tatsächlich da. Kachika! So. Die Reaktormodule, die findet man allerdings nicht so häufig. Wir hatten glücklicherweise, glaube ich, genau drei... Und damit wird jetzt auch das Stasis-Modul verbessert. Mal schauen.
was uns das jetzt bringt. Einfach nur die Zeit länger wird, wo ich irgendwas anhalten kann. Lässt für ein Objekt die Zeit stillstehen. Die gestärkte Variante kann auch Monster anhalten. Oh, das ist ja klasse. Oh, das ist richtig klasse. Das gefällt mir. Monster anhalten. Schön. Genau so. So, mehr konnte ich nicht machen, oder? Ja, okay. Ich kann nichts mehr für mich tun. Okay. Ja, wir brauchen keinen Blutling. Wir brauchen... Album... Hyrule Handbuch, genau. Ich würde gern wieder die Schreine nehmen, wenn das möglich ist irgendwie. Bloß wie? Also, nehmen wir das mal raus, ja. Zurück. Kann ich das rausnehmen? Nein? Ach man, wie kann ich denn jetzt Sensor einstellen? Jetzt habe ich aber keinen Schreinsensor mehr. Shika-Sensor, hübsch. Schreine, jetzt. Sehr gut. Ich will meinen Schreinsensor haben. So. Dann schauen wir doch mal kurz auf die Sidequests, die wir hier haben. Verborgene Kräfte. Hier haben wir 5 Stück. Hateno-Institut. Antike Materialien. Solltest du welche... Der andere Forscher. Ja. Was kann ich für dich tun? Verbindung. Fotos. Nein. Achso, Simin. Robelo war der von Akala, oder? Habe ich da jetzt was verwechselt? Ah ja, in Akala. Sorry, sorry, sorry. Dein eigenes Traumhaus, das können wir noch nicht machen. Dafür haben wir einfach zu wenig Geld aktuell. Ja, frag Primela nach ihrem Herzenswunsch. Keine Ahnung, wie ich das anstelle. Oh, geht die Tür zu. Wir gehen nochmal schnell zu Primela. Vielleicht können wir sie ja jetzt nach ihrem Herzenswunsch fragen. Kannst mir aber fast nicht vorstellen, dass sich hier jetzt groß was geändert haben soll. Ansonsten machen wir die andere Quest mit dem Hateno Strand. Die Sidequest, wo wir Monster besiegen müssen. Da kann ich vielleicht gleich mal mein neues Stasis-Modul probieren. Und dann... Weiß ich gar nicht, hatten wir noch eine andere Quest? Hier in Hateno. Ansonsten haben wir ja noch die Sidequests in Kakariko. Also, wir müssen zum Gasthaus. Wo auch immer das gleich nochmal war. War, glaube ich, hier hinten irgendwo. So. Und vielleicht, wenn wir dann die Feenquest haben, vielleicht bekommen wir ja dann mal die Kugel bei Impa. Nein, hier ist aber auch kein... Arbeitest du den ganzen Tag hier eigentlich? Ich komme mal abends wieder. Vielleicht ist sie abends nämlich nicht mehr da. Allerdings können wir uns nur hier hinsetzen, wenn hier Feuer brennt. Das ist schlecht. Das heißt, ich brauche mal wieder einen Feuerstein. In die Hand. Genau. Feuerstein. Ach komm, ey. Kannst du den nicht hier drüben hinlegen, bitte, Link? Feuerstein ablegen. Nimm die Waffe. Die Waffe. Link, die Waffe! Willst du mir erzählen, dass gerade keine Waffe ausgerüstet ist? So, dann setzen wir uns hier hin. Und warten bis abends.
Und dann schaue ich nochmal in das Gasthaus. Ansonsten, wie gesagt, erstmal die andere Quest. Gibt's, was mich jetzt gerade interessieren würde, es ist ja immer mal die Nacht des Blutmonds. Ist es immer nach einer bestimmten Anzahl von Nächten oder? Also Primela arbeitet immer noch hier. Was haben wir denn hier hinten eigentlich? Hast du irgendein Buch, wo ich vielleicht... Nee, hatte ich schon gesucht nach dem Buch, ja. Ja, ich spreche dich einfach nochmal an. Nein, nichts. Okay, dann... Ja, keine Ahnung, können wir das scheinbar jetzt noch nicht machen? Was hatten wir noch für Quests? Der Waffennarr. Ein Reiseschwert. Okay, Reiseschwert habe ich noch nicht. Und ja, Schabernack mit Schafen. Die Schafe werden erst in Sicherheit, wenn jedes einzelne Monster zum Hathenostrand. Können wir uns da irgendwie hin teleportieren? Nein, aber wir können uns zumindest zum Institut teleportieren. Da sind wir schneller am Hathenostrand. Und dann können wir vielleicht zumindest diese Quest noch abschließen. Bevor... Ja, die Zeit hier vorbei ist. Also viel ist schon wieder nicht passiert heute. Aber ja, das ist halt so, wenn man hier in ein neues Dorf kommt, dann will man das natürlich erstmal erkunden alles. Sich das alles anschauen. Hier und da ein bisschen was machen. Das kostet halt alles Zeit. So, also. Der Weg, das müsste diese Schlängelinie sein, genau. Wir fliegen einfach mal hier runter, warum nicht? Achso, das ist bloß ein Wasserfall. Das hier ist der Weg, genau. Also, folgen wir dem Weg in Richtung des Strands. Aktuell haben wir noch dieses Bonusherz. Wenn wir das einmal verloren haben, dann ist es weg, bis wir uns wieder in ein Luxusbett gelegt haben, wenn ich das korrekt verstanden habe. Und ja, also das könnten wir quasi jederzeit mit ein paar Rubine wieder auffüllen. Und dann dürften wir langsam aber sicher am Hateno-Strand ankommen. Der ist, glaube ich, hier nach links weg. Genau, der ist hier links. Da drüben, das sieht mir fast nach einem Bockblindlager aus, wenn ich ehrlich sein soll. Am Hateno-Strand. Klettert liegt ja den Baum hoch. Also mit der Rüstung sind wir ja relativ laut. Sollten vielleicht versuchen, uns dann an das Bockblindlager anzuschleichen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schlag den Kopf tot. Jawohl. Exile vors Knochen einstecken. Exile Boomerang. Entschuldigung. Oh, ich habe gerade irgendwas im Hals. Exile Boomerang haben wir. 14 ist der. Okay, da kann ich den Exile Knochen ablegen. Oh. Nein, das definitiv nicht ablegen. Heidewitzka, Alter. Extra Boomerang einsacken, genau. Was liegt denn hier vorne noch? Extra Fass runden, extra Fass spawnen. Boah, könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Was haben wir denn hier? Knochenbockkeule! Lecco mio, die ist stark. Die ist richtig stark. Wegwerfen, das Ding. Ja, ich hätte gerne den Bockblindhauer. Und den Bockblindhauer. Und jetzt ist er mal gut. Jetzt hört auf, mich hier anzugreifen. Okay, kein Krog. So, die sind allerdings wach. Deswegen folgendes. Wir rüsten uns hier aus. Können somit quasi schleichen. Und dann versuche ich hier gleich mal mein Glück. Gibt's hier irgendwas zum Wegsprengen eigentlich? Das sieht fürs Erste nicht so aus, dass wir irgendwie was sprengen können. Nein, können wir nicht.
Okay, ich versuche dich am Kopf zu treffen. Nicht getroffen. Shit. Treffer am Kopf. Oh shit, der hat mich gesehen. Schnell wegrennen erstmal hier. Schnell erstmal wegrennen. Und dann brauche ich hier gleich erstmal eine ordentliche Waffe. Wächterschwert, Wächterschwert, das klingt nach dem Plan. Das mit dem Wächterschwert klingt nach dem Plan. So, kurz noch ein Stück wegrennen. Ach, du ahnst es nicht. Ich brauche eine längere Waffe. Wächterlanze ist im Plan, denke ich. Jawohl, du bist erledigt. Na, bist du dumm eigentlich? So, auch der ist erledigt. Was ist das? Exhalanze. Okay, die ist jetzt nicht so stark. Ich sammle hier erstmal den Mist ein, den die fallen gelassen haben. Ja. Hier haben wir nämlich noch ein Bockblindherz. Das ist auch diese Exhalanze, oder? Exhalanze. Die ist noch schwächer. So, euch kann ich auch mit der Knochenbockkeule plätten. Ihr könnt... Ey! Pam! Knochenbockschock zerbricht gleich. Klasse, der ist sehr stark. Sind so schnell zerlegt. Ah, schön. Haben wir hier hinten noch was? Da hinten schläft noch was. Da sollten wir vielleicht... Ach komm, ich nehme die Waffe. Ja, hier unten... Man hört schon die... Na? Schafe. Ich schleiche mich jetzt so langsam an diesen Bocklin hier ran. Dann haben wir aber hier noch einen Moblin. Oh shit. Den müssen wir ganz schnell angreifen. Jawohl, den haben wir erstmal zu Boden geworfen. So, was? Jetzt nehme ich hier die Knochenbockkeule. Pam, pam. So, wieder zu Boden geworfen. Und dann war es das auch für den Moblin. Und damit... Hätten wir das geschafft. Und neuer Eintrag. Schabernack mit Schafen haben wir auch erfüllt. So, schön den ganzen Mist hier einsammeln. Was hast du denn? Exhalanze, die braucht kein Schwein. Starke Exhalanze. Das klingt doch schon eher nach dem Plan. So, das nehme ich mir noch mit. Ansonsten... Ja, schaue ich nochmal hier oben. Ob es hier oben noch irgendwas gibt... Extra-Boomerang. Ja, mit dem Extra-Boomerang zerstöre ich jetzt mal die Kisten hier. Die Kisten sind ja jetzt nicht so... meine, der Extra-Boomerang ist ja jetzt nicht so wertvoll, dass ich da hier sparen muss ohne Ende. Hier lag noch ein Holzpfeil. Ah, und hier haben wir die Schäfchen. Ah, okay. Okay. Ich hatte gedacht, wenn die Schafe jetzt einmal hier sind, kann ich... die vielleicht zu essen verarbeiten, hat nicht ganz geklappt. Gehst du irgendwann kaputt? Okay. Frostmelone, okay. Palmfrucht. So, noch ein paar Äpfel. Hier haben wir bloß ein Lagerfeuer. Auch hier. Kann ich dort eigentlich auch Fleisch dran braten? Rhodonit, ja, warum nicht? Zumindest ein bisschen Geld gibt das. Und dann würde ich sagen, da wir das jetzt erfüllt haben, gehen wir zurück nach Ateno und lassen uns belohnen. Ich weiß bloß gerade gar nicht mehr wo. Ich hoffe ja, dass der Rhodonit nicht meine einzige Belohnung ist. Das wäre schon etwas frech jetzt. Also, wo war das? War das dort bei diesem Bauernhof? Ich glaube fast schon. Ja, das war die schlecht gelaunte Dame, glaube ich. Genau. Das war die schlecht gelaunte Dame. Ja, dann machen wir, wie gesagt, erstmal weiter. Beim nächsten Mal in Kakariko. Das schaffen wir nicht mehr in diesem Part. Aber
Zum Bauernhof möchte ich dann doch nochmal. Wo war der Bauernhof? So, wir haben es jetzt hier mitten in der Nacht. Übernachtungen hier. Ja, Übernachtung. Du bist gut. Die Nacht ist vorbei. Ja, dann geht's nochmal hier hoch. Komm, komm, komm. War das der Bauernhof hier? Nein, das war nur eine Windmühle. Wo ist der Bauernhof? Das war mir das erste, glaube ich, was ich hier gefunden hatte. Dieser Bauernhof. Hätte ich mich vielleicht doch eher zum Hateno-Institut bringen sollen. Ja, das hier sieht mir nach Bauernhof aus. Das hier könnte es sein, genau. Das ist er auch. So, sprechen wir doch mal mit ihr. Die Schafe haben sich wieder beruhigt. Sie scheinen zu spüren, dass keine Gefahr mehr droht. Hast du dich etwa um die Monster gekümmert? So ist es. Das habe ich mir gedacht. Die Schafe haben sich wieder beruhigt und da wollte ich... Ich meine, wie sage ich es nur? Also, danke. Es ist nicht viel, aber zumindest nimmt es auch nicht viel Platz weg. Milch, 10-mal! Klasse! Wenn du magst, dann komm doch mal wieder auf ein Schwätzchen vorbei. Aber du musst nicht. Gut, hätten wir geschafft. Schabernack mit Schafen. Dann machen wir uns mal noch auf den Weg nach Kakariko. Warum ist da eine Schatzkiste? Und hier nicht? Gibt's auch eine Schatzkiste in dem Schrein zu holen? Das würde Sinn machen. Okay, okay. Das heißt... Alter, habe ich hier überall Schatzkisten liegen lassen? Okay. Vielleicht sehen wir uns auch da nochmal um. Vielleicht ist ja da was Wertvolles noch dabei in den Schatzkisten, ja. Man weiß es ja nicht. Manchmal ist es ja komisch. Wobei ich jetzt teilweise wirklich nicht wüsste, wo ich dort Schatzkisten übersehen habe. Aber da werden wir uns einfach etwas genauer umsehen, dann finden wir die Schatzkisten schon. Ich hoffe nur, die Prüfungen muss ich dann nicht nochmal machen. Also, das sind wir. Taroni-Schrein. Was machst du hier oben, Priko? Geh wieder zurück ins Dorf. Bist du verrückt? Wir marschieren vor zur Fee. Mach ein Foto von ihr. Gibt's mittlerweile kleine Feen? Nein. Warum gibt's keine kleinen Feen mehr? Mann. Also, Fotomodul. Ich weiß nicht, ob ihm schon das Foto von der Feenquelle reicht oder ob es unbedingt die Fee sein muss. Wir machen mal ein Foto von der Feenquelle. So hier, speichern. Und dann sprechen wir mal noch die Fee an. Sei gegrüßt. Soll ich deine Kleidung verstärken? Nein. Nicht nötig. Ja. Bleib ruhig da. Okay, dann scheinbar nur ein Bild von der Feenquelle, weil wie ich ein Bild von der Fee machen soll, ist mir doch ein kleines Rätsel. Wir schauen beim nächsten Mal, ob das reicht, ob ihm dieses Foto von der Fee reicht, von der Feenquelle reicht. Und dann sehen wir mal, ob wir noch ein paar andere Sidequests machen können. Ich habe gesehen, dass ich noch einige Schatzkisten holen kann in diversen Schreinen. Auch die werden wir uns anschauen. Und vielleicht können wir dann doch irgendwann mal weitermachen, die Hateno-Region zu erkunden. Also, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaltet habt. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Schreibt einen Kommentar. Und dann machen wir das nächste Mal hier an der Stelle weiter. Also, macht's gut.